Hallo und willkommen zum weiteren Test von mir. Ich möchte mit euch jetzt mal den Kaffee von Guggenheimer mal testen und ausprobieren. Im Anschluss an dieses Video würde ich ja den ganzen Kaffee mal auch mal in der Maschine einfüllen und so weiter und auch mal vom Geschmack her und auch vom Aussehen her, also vom Schaum her, euch mal zeigen. Der Kaffee selbst habe ich mir als 1 Kilo Variante gekauft. Gekommen sind 2x500 Gramm. Ich war erstmal schon überrascht, aber letztendlich ist es für mich egal gewesen. Vorteil von 2x500 Gramm ist, dass man das, wenn man das eine Paket aufgepackt hat und etwas länger braucht zum Kaffee trinken, wie es eigentlich bei mir der Fall auch ist, bleibt das andere dann auf jeden Fall noch ein bisschen länger frisch und haltbar. Der Kaffee selbst schmeckt mir sehr gut, weil er wenig Säure und wenig Bitterstoffe hat, weil er einfach, wie es ja auch heißt, slow roasted, das heißt langsam geröstet ist. Ansonsten, wie gesagt, gibt es zu dem Kaffee erstmal nichts zu sagen. Ich würde die Maschine jetzt erstmal ganz normal befüllen und würde dann, wenn ich alles vorbereitet habe, euch wieder ins Video holen und das ganze Thema mal auch mit euch zusammen machen. Okay, dann bis gleich. Ciao. Also, es ist alles soweit eingefüllt. Das heißt, Kaffeebohnen sind drin. Es ist genügend Wasser vorhanden. Und jetzt würde ich das ganze Thema mal mit euch testen. Und einmal los geht's. Gut, das war's auch schon. Wie ihr schon seht, der Kaffee, der Espresso bei mir im Fall, kommt sehr gut. Und tschüss, das war nicht gut. Der Schaum ist wirklich schön cremig. Geruchsmäßig ist auch sehr gut. Und wenn ich es mal auch probiere, schmeckt es auch wirklich sehr gut. Das heißt, man kann wirklich den Kaffee sehr gut trinken. Wie gesagt, ich habe jetzt mal zum Vergleich mal hier, was ich normalerweise trinke, von Lavazza, den Kaffee Crema Classico. Das heißt, der auch hauptsächlich für auch Espresso auch gut geeignet ist. Man muss wirklich sagen, der Kaffee hier von Guggenheimer ist schon hier sehr, sehr viel milder. Ohne so viel Bitterstoffe, bisschen merkt man halt einfach raus den Kaffee noch, klar. Aber ansonsten kann ich euch wirklich, kann ich jedem empfehlen, der auch mal sagt, okay, ich möchte jetzt mal einen Kaffee oder einen Espresso, der mir jetzt nicht so bitter aufstößt, etwas Neues probieren. Jederzeit, wie gesagt, kann ich dir empfehlen, kostet etwas mehr, dennoch, ja genau. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu dem ganzen Thema hier, meldet euch einfach in den Kommentaren und ich würde mich dann auch hierüber wieder bei euch zurückmelden. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Test. Dankeschön, ciao.